gegen ein Weltklasse-Team gespielt, lange mitgehalten, Einsatz gezeigt und am Ende doch verloren. Trotz engagierter Leistung verlor die TSG 1899 Hoffenheim das zweite Spiel der Champions League-Gruppenphase gegen die Sky Blues aus Manchester. Der Coach und seine Nagelsmannen müssen die Köpfe dennoch nicht hängen lassen. Die Erkenntnisse von Dienstagabend im Überblick: eines war TSG-Trainer Julian Nagelsmann schon vor Anpfiff klar, mit Nordveit Bekacic und Kapitän Vogt würden sich drei der Leistungsträger und defensiven Stabilisatoren nicht auf dem Feld, sondern auf der langen Hoffenheimer Verletztenliste wiederfinden. Gegen das Offensivfeuerwerk aus Manchester eine immense Schwächung. Für die verletzten Verteidiger mussten wie schon am Wochenende gegen Leipzig drei Hoffenheimer Youngster für Sicherheit sorgen. Die junge Dreierkette aus Akpoguma, 23 Jahre alt, Hoogma, 20, und Posch, 21, hatte mit dem schnellen City-Sturm alle Hände voll zu tun. Niederländer Justin Hoogma machte seinen Job als Aushilfsabwehrchef dabei ausgezeichnet. Mit über 80% Zweikampfquote war der gerade einmal 20-Jährige der Anker der gegen Sané, Aguero und Sterling häufig geforderten Hoffenheimer Defensive und empfahl sich auf internationaler Bühne für weitere große Aufgaben. Auch Stefan Posch zeigte einen engagierten Auftritt. Doch bei allem Einsatz, so richtig viel wollte dem TSG-Jungstar nicht gelingen. 10 Fehlpässe, eine Zweikampfquote von 30% und zu allem Überfluss der Stockfehler, der das Spiel kurz vor Schluss zu Ungunsten der Hoffenheimer entschied. Dabei hatte doch alles so gut begonnen. Schon nach 44 Sekunden schockten die Mannen aus Sinsheim das Star-Ensemble von City-Trainer Pep Guardiola. Der Algerier Aishek Belfodil fand sich frei vorm Tor und verwandelte abgeklärt zur frühen Hoffenheimer Führung. An sich ein Traumstart vor heimischem Publikum. Während Manchester das Spiel über weite Teile bestimmte, war es insbesondere in Hälfte 1 Kevin Demir bei, der in Abwesenheit der verletzten Routiniers Verantwortung übernahm. Der 25-Jährige war es auch, der mit feinem Pass durch die Reihen der Citizens das 1:0 Blitztor vorlegte, bei allem Unglück, das mit Poschs Fehler kurz vor Schluss für die TSG zur Niederlage führte, hatten die Hoffenheimer zwischendurch reichlich Dusel, als Keeper Baumann den entwischten Sané im Strafraum von den Beinen holte. Schiedsrichter Skombinas Pfeife blieb stumm, obwohl der Torhüter später zugab, den Ex-Schalker berührt zu haben. Für einen Torwart ist es schwer, Leroy hat einfach ein brutales Tempo, fügte der 28-Jährige hinzu. Was unglücklich endete, war seitens der Hoffenheimer an sich ein engagierter und disziplinierter Auftritt, der beiden Trainern nach Abpfiff Lob abrang. Punkt. Während Guardiola die gute defensive Ordnung hervorhob, war Nagelsmann auch mit der offensiven Chancenerarbeitung zufrieden. Das gegen ein Team wie Manchester City zu tun, ist etwas, worauf wir aufbauen können.